Ich bin Andreas, Quantenphysiker und Gründer im Bereich Datenschutz und Privatsphäre. Was war deine Motivation, dich mit Quantenphysik zu befassen und darin zu forschen? Ja, Quantenmechanik ist eine Theorie, die man ganz einfach verstehen kann mit Mitteln der linearen Algebra, die aber eigentlich die Grundlage bildet für alle anderen physikalischen Theorien. Und ja, das fand ich halt super faszinierend, auch weil ich halt schon seit meiner Kindheit mich für Computer interessiere und ja, Quantenmechanik und Quantencomputing halt diese beiden Leidenschaften, also Physik und ja, Informatik für mich perfekt verbindet eigentlich. Du hast einen der ersten Quantenprozessoren in Europa mitentwickelt. Wie lief das so ab? Die Grundlagenforschung kann man sich vorstellen wie ein Staffellauf. Das heißt, da arbeitet man nicht als Einzelkämpfer, sondern arbeitet mit den Ergebnissen, die halt Vorgänger oder andere Forscher in anderen Forschungsgruppen weltweit erzielt haben und versucht dann seinen eigenen kleinen Beitrag darauf aufbauend zu leisten. Und was ich gemacht habe während meiner Doktorarbeit mit meinen Kollegen, ist aufbauend auf einem bestehenden Design für supraleitende Quantenprozessoren einen einfachen Quantenprozessor zu bauen mit 2 Qubits, der im Prinzip alle Bausteine enthält, die man auch in einem größeren Quantencomputer findet. Ne? Einzelne Qubits, Mechanismen, um die Zustände der Qubits zu lesen und auch Mechanismen, um halt Qubits miteinander interagieren zu lassen. Und mit diesem einfachen System konnten wir dann für ein ganz einfaches Problem zeigen, dass man das System wirklich benutzen kann, um halt Quantencomputing zu machen. Was war das Ergebnis eurer Forschung? Was wir erreicht haben, ist, dass wir alle Elemente, die man für so einen Quantenprozessor braucht, auf einem Chip zusammengebracht haben. Und damit haben wir dann ein einfaches Suchproblem gelöst, also 4 verschiedene mögliche Zustände hat oder mögliche Lösungen für ein Problem. Und man möchte herausfinden, welche mögliche Lösung löst denn das Problem. Und mit dem klassischen Computer könnte ich jetzt einfach alle 4 Lösungen nacheinander durchgehen, könnte schauen, welche ist die richtige. Was man mit einem Quantencomputer machen kann, ist, dass man da sozusagen in alle 4 Zustände und alle 4 Lösungen gleichzeitig reinschauen kann und dann mit einem einzigen Vergleich herausfinden kann, welcher Zustand das Problem löst. Und das konnten wir wirklich zeigen, dass wir das halt erreichen können und dass wir damit das Problem, also dieses ganz einfache Suchproblem, schneller lösen konnten, als auf jedem klassischen Computer möglich gewesen wäre. Das, was man in der Praxis dann als Quantum Speedup bezeichnet. Was ist das Besondere an einem Quantenprozessor? Also Quantenprozessor benutzt 2 Prinzipien der Quantenmechanik, um seinen Vorteil zu erzielen. Das ist einmal die sogenannte Superposition. Das heißt, dass ich jeden einzelnen Zustand, der möglich ist im System, zur gleichen Zeit abbilden kann, im Gegensatz zu einem klassischen Computer. Und dann die Verschränkung. Das heißt, da kann ich einzelne Qubits oder mehrere Qubits miteinander so in Beziehung setzen, dass das Gesamtsystem nicht mehr einfach als Produkt der einzelnen Systeme beschrieben werden kann, sondern miteinander so verwoben ist, dass viele Qubits eigentlich auch andere Qubits beeinflussen, wenn ich halt den Zustand von dem einzelnen Qubit ändere. Und zusammengenommen sind die 2 Prinzipien dafür verantwortlich, dass ich halt da Algorithmen entwickeln kann, die einfach sehr viel schneller sind als alles, was ich auf einem klassischen Computer umsetzen kann. Welche Anwendungsbereiche sind für Quantencomputer spannend? Also die ursprüngliche Idee von Richard Feynman war, dass Quantencomputer halt Quantensysteme simulieren können. Das heißt, wenn wir Quantensysteme verstehen wollen auf großer Skala, dann brauchen wir eigentlich Quantencomputer, weil man die mit klassischen Computern nicht beschreiben kann. Es gibt noch einige andere Anwendungen, also eine der ersten, die diskutiert wurde und die immer wieder aufkommt, ist halt das Knacken von bestimmten Kryptoalgorithmen. Das ist aber eher was Physiker gerne anführen, damit sie halt Forschungsgelder bekommen. Aber was jetzt in der Praxis, glaube ich, viele nicht als die vielversprechendste oder relevanteste Anwendung von Quantencomputern sehen. Ja. Und man kann natürlich auch noch andere Sachen mit Quantencomputern machen, also Optimierungsprobleme lösen, Suchprobleme lösen. Da gibt es einen ganzen Zoo von verschiedenen Algorithmen, die darauf anwendbar sind. Das heißt, man hat also verschiedene Problemklassen, die mit Quantencomputern gelöst werden können. Aber es ist nicht so, dass halt Quantencomputer für alle Probleme, die man in der Informatik hat oder in der Mathematik, halt schneller sind als klassische Computer. Können Quantencomputer heute schon problemlos eingesetzt werden? Ob Quantencomputer praktikabel sind, kommt darauf an, wen man dazu fragt. Es gibt ja unglaublich viel Hype in dem Bereich, viele Startups, viele große Unternehmen, die halt Quantencomputer bauen, auch vertreiben teilweise. Auf der anderen Seite gibt es immer noch viele Fragen in der Grundlagenforschung, die ungelöst sind. Beispielsweise haben wir immer noch keine Möglichkeit, ein einzelnes Qubit halt perfekt zu manipulieren und unendlich am Leben zu halten. Das heißt, da gibt es noch viele Probleme, die noch nicht gelöst sind und an denen noch aktiv geforscht wird. Immer wieder gibt es Meldungen, dass ein Quantencomputer mit 50, 100 oder mehr Qubits entwickelt wurde. Was sagt uns die Anzahl der Qubits?
Die Anzahl der Qubits, die man hat in einem Quantenprozessor, ist halt ähnlich wie die Größe des Arbeitsspeichers bei einem klassischen Computer. Das heißt, wenn ich bestimmte Probleme lösen möchte, zum Beispiel einen kryptografischen Schlüssel knacken möchte oder ein Quantensystem simulieren möchte, das eine bestimmte Anzahl von Freiheitsgraden hat, also zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Atomen oder Elektronen, dann muss ich die natürlich irgendwie abbilden in dem Quantencomputer und dafür brauche ich dann halt eine gegebene Anzahl an Qubits. Das heißt, je mehr Qubits ich habe, umso komplexere Probleme kann ich auch mit dem Quantencomputer dann entsprechend simulieren. Bestimmte Probleme lohnen sich auch nur auf einem Quantenrechner auszuführen, wenn ich halt eine gegebene Anzahl an Quantenbits habe, zum Beispiel über 50 oder über 100. Darunter kann ich eigentlich viele Sachen auch noch mit klassischen Computern beschreiben, aber je mehr Qubits ich halt habe im System, umso schwieriger wird es dann halt auch oder unmöglich am Ende, halt das mit einem klassischen Computer abzubilden. Was kann man denn mit 100 Qubits machen? Ein relevantes Problem, das man halt mit 100 Qubits lösen kann, ist die Simulation von bestimmten Molekülen, zum Beispiel Enzymen oder anderen Molekülen, die man in der Medizinforschung benutzt. Das kann ich theoretisch auch schon mit Quantencomputer simulieren und kann da auch schon wirklich einen Vorteil aus der quantenmechanischen Natur des Systems ziehen. 2019 wurde die Quantum Supremacy verkündet. Was ist das? Es ist so eine Art Benchmarking, wo man sich also ein künstliches Problem geschaffen hat, das man auf einem Quantencomputer ausführen kann, mit zum Beispiel 50 Qubits, und das man dann mit einer klassischen Simulation von dem Problem vergleichen kann, um zu zeigen, dass wirklich der Quantencomputer hier was tun kann, das für den klassischen Computer absolut unmöglich ist. Das hat Google mit dem Quantenprozessor gezeigt, in dem halt auf diesen 53 Qubits halt das Problem ausgeführt wurde und dann halt mit einer Simulationsmethode die Ergebnisse verglichen wurden. Und am Ende konnte man wirklich zeigen, dass was der Quantencomputer ausgeführt hat, für den klassischen Computer nach damaligem Stand der Technik, das ist jetzt auch schon wieder überholt, aber damals zumindest noch unmöglich gewesen wäre. Gibt es auch Herausforderungen, die aufgrund der innovativen Technologien auf uns zukommen? Ein großes Problem an neuer Technologie ist ja immer die Verteilung davon. Also wer hat Zugriff auf die Technologie? Und momentan sehen wir, dass viele große Unternehmen, insbesondere in den USA, halt führend sind in der Quantentechnologie und dementsprechend auch kontrollieren werden, wer dann Zugang zu so einem Quantencomputer hat und den nutzen kann. Und das kann sehr problematisch sein, weil wir sehen heute schon auch im Bereich künstliche Intelligenz beispielsweise, dass es einige wenige Unternehmen gibt, die eigentlich ja den Großteil der Daten kontrollieren, die man für große KI-Modelle braucht, um die zu trainieren und auch die Technologien dahinter maßgeblich mitentwickelt und das halt eine Chancenungleichheit schafft bei vielen anderen Unternehmen oder zivilgesellschaftlichen Akteuren, die einfach nicht mithalten können oder die Technologie nicht im gleichen Maße wie diese Unternehmen oder auch Staaten nutzen können. Und das kann bei der Quantenmechanik oder beim Quantencomputing natürlich auch passieren, dass die Kontrolle halt in einigen wenigen Händen ist und dann natürlich auch die Organisationen oder Staaten, die diese Technologie kontrollieren, entscheiden, was damit gemacht werden kann. Deswegen halte ich es für super wichtig, dass auch Quantentechnologie möglichst schnell demokratisiert wird, in dem Sinne, dass halt der Zugang dazu entsprechend auch möglichst vielen Menschen offen gegeben wird. Warum sollten sich junge Menschen mit Quantentechnologien beschäftigen? Ja, Quantentechnologien oder Quantencomputer sind halt noch Neuheiten eigentlich heute, ne? Genau wie halt Computer in den 50er Jahren vielleicht noch exotische Technologien waren. Aber wenn man heute sieht, 50 Jahre später oder selbst 30 Jahre später, sind Computer überall in unserem Alltag angekommen. Alles, was wir machen oder fast alles, ist in irgendeiner Form digitalisiert. Wir benutzen Computer als ganz normalen Gegenstand in unserem Alltag und genauso wird es auch mit Quantentechnologien sein, denke ich. Also ich denke, dass es heute für viele Menschen noch sehr schwierig ist, sich vorzustellen, wie Quantencomputing überhaupt ihren Alltag beeinflussen wird oder ob das auf ihr Leben überhaupt irgendeinen Einfluss ausüben wird. Ich denke, sobald wir halt wirklich Anwendungen finden, die relevante Probleme lösen, im medizinischen Bereich, im Technologiebereich auch, dann werden sicherlich auch mehr Menschen sich für Quantencomputing begeistern können und auch sehen, wie es halt wirklich einen Beitrag leisten kann, einfach um unsere Gesellschaft, um unser Leben insgesamt halt zu verbessern.